Hallo Leute, ja, ich habe wie angekündigt das Spiel ein bisschen weiterlaufen lassen, so dass ein paar Monate ins Land gegangen sind. Wir haben hier 746.000 zur ungefähren Monatsmitte. Ich habe auch schon mal im letzten Monat 500.000 gesehen, aber es geht definitiv runter, das ist schon mal gut. Aber unser Ziel ist jetzt einfach was zu bauen, weil ich habe jetzt gedacht, ich mache das, lass die Städte mal so weit wachsen, bis ich drei Häuser mit einer Bushaltestelle versorgen muss, damit wir diese Folge was zu tun haben. Ihr schaut's Logo, dann gehen wir aufs Rotsbildschirm und dann schauen wir, wo wir anfangen. So, jetzt haben wir hier eine Sortierung. Also Königsbrunn ist größte Stadt. Aber hier ist nichts zum Bauen. Wir gehen mal durch. Bad Mergentheim. Ne, die Stelle ist vielleicht auch schlecht. Ich mach's mal hier oben in das Fenster. Da ist auch nichts zu bauen. Lüneburg ist auch nichts zu bauen. Bünde. Ich glaube, in Bünde ist ein Haus mehr dazugekommen, aber schon abgedeckt. Dann Ettlingen ist, glaube ich, unverändert. Willig ist, glaube ich, auch unverändert. Köln sieht auch jetzt nicht anders aus. Jena, ich glaube, ist auch unverändert. Zweibrücken, ja, so zerflüftet wie das war, muss das auch so sein, weil ne, die Häuser haben ja jeweils eine Bushaltestelle. Ist also auch nichts passiert. Achim, das glaube ich, hat sie irgendwo hier ein Haus dazugekriegt, meine ich. Neubrandenburg, wo ich gedacht hätte, ne, hier sind viel Austausch, aber hier ist nichts groß geworden. Das ist immer noch gleich. Dann haben wir hier Bad Zwischenahn, da ist auch nichts neu. Bayreuth ist auch nichts neu. Gütersloh hat sich, glaube ich, auch nichts getan, außer diese Straße ist, glaube ich, hier unten zu vielleicht gekommen. So, Friedrichsdorf. Ja, das hat Tante Mimi auch angeschrieben, dass wir hier die Bushaltestelle, die Bahnstrecke vielleicht weiter durchziehen bis hier hinten hin. Da müssen wir nachher mal gucken, wie die Zeit ist oder ob schon für die nächste Folge was ist. Minden ist, glaube ich, ein Haus zugekommen, aber ist jetzt nicht relevant. Schwandorf hat definitiv ein neues Haus gekriegt. Und Willensdorf hier auch. Lippstadt meine ich nicht. Doch, Lippstadt hat auch ein neues Haus gekriegt. Oh, Lippstadt ist jetzt, glaube ich, vor Erlangen. Ich glaube, Lippstadt war letzter sonst. Das ist schneller gewachsen wie alles andere. Gut, dann fangen wir mal an, hier eine Bushaltestelle zu setzen. Ist natürlich klar, dass 1, 2, 1, 2 die Bushaltestelle hier hin muss und hier ist gerade die Kurve. Ne? Es passt ja wieder. Dann wollen wir mal schauen, dass wir unser Straßentool rausholen und uns überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Ja, ich glaube, das heißt, wir brauchen auch noch das Landwerkzeug und senken mal diesen Hügel hier ab. Und dann können wir das zumachen, gehen hier wieder auf die Straße, machen die einen weiter und dann da hoch. Und entfernen dann dieses Stück Straße. Ne, warte mal, das ist falsch. Ich glaube, das ist das Richtige. So, es ist umgekehrt jetzt. Und dann bauen wir hier eine Bushaltestelle hin. Und dann holen wir hier eine Kutsche raus. Dieses Gespann mit dieser Kutsche und Fahrplan, das ist eine neue Linie und das ist der Stadtbus Lippstadt Schuss passt und von da nach da bitte einmal fahren passt Stadtbus Lippstadt. Und das kann dann zu und gestartet. So, erstes Städtchen haben wir raus. Das war Lippstadt, jetzt war Willensdorf noch. Da haben wir hier noch ein Örtchen. Da ist hier und da ist da. Eins, zwei Bushaltestelle war hier. Hat ja gut geklappt, ne? Was machen wir denn da? Ja, ich möchte schon die Abdeckung gut hinkriegen, ne? Da ist eins zu viel geworden. Das ist dieses hier. Das kann weg. Und
Hier fährt sowieso nur ein Zug, ne? Ja. Lassen wir sie liegen oder lassen wir sie nicht liegen? Das ist hier die Frage. Kostet uns monatlich Geld. Abreißen kostet aber, glaube ich, auch Geld, oder? Ich lasse mal liegen und ihr sagt mir nachher in den Kommentaren, ob wir die zweite Strecke abreißen. Müssen wir ja abreißen. Das ist ja Blödsinn. Braucht ihr nicht sagen. Warte mal, dann nochmal die Bahn. Das. Bis nach da. Das Stück weg und das Stück weg. Passt. Straße gebaut. So, da ist er. Das heißt, nächste Bahnstrecke ist hier. Geht da ums Haus und da kommt die Bushaltestelle hin. Passt. Das Depot ist hier. LKW. Die Busse. Die Fahrplan. Ja, neue Linie. Das ist Stadtbus Wilnsdorf. Schuss. Hat er nicht genommen wieder. Schuss. Jetzt hat er es genommen. Und wir fahren von da. Warte mal, da gibt es ja schon Stadtbus. Quatsch. Dann machen wir das wieder weg. Stadtbus Wilnsdorf. Ist dieser? Lassen da mal drauf. Muss ich da? Ja, lass es jetzt so. Stadtbus Wilnsdorf starten. Jetzt sind zwei drauf, ist aber nicht schlimm. Jetzt muss ich aber die Linie nochmal umschreiben. Das ist die Vermurkster, genau. Das heißt, da nochmal drauf geklickt, Linie löschen. Und das ist die Linie, warum das jetzt hier aufgeht. Und hinzufügen den halt und hinzufügen den halt. So, zwei Fahrzeuge sind da drauf. Jetzt ist die Frage dann, ne? Also hier muss ich klicken, ja, da sind Dreier. Und hier muss ich klicken, da steht noch keiner. Und wie wir stehen hier in Wilnsdorf. 14. Aber alle wollen woanders hin und nicht stadtintern. Ja, die zweite Kutsche ist vielleicht jetzt nicht unbedingt sinnig gewesen, aber ich lasse sie jetzt da drauf. Gut, das war Wilnsdorf und jetzt haben wir noch Schwandorf. Da ist hier das Städtchen. So, das bedeutet, die kommt hier hin, ne? Ganz einfach. Und dann müssen wir da die Linie ändern, Schwandorf. Stadtbus Schwandorf. Ist das Schwandorf Nord? Warum öffnet das Fenster immer eine Statistik? Gute Frage, ne? Hauptbahnhof dorthin. Haben wir geändert, passt. Dann fährt er da noch ein bisschen mehr rum jetzt. So, und das war noch. Ne, Binnenden war nicht. Ich glaube, wir haben jetzt schon, ne? Lippstadt, Wilnsdorf und Schwandorf. Können ja nochmal schnell durchgucken. Hier ist nichts. Hier hatten wir erledigt. Wilnsdorf ist erledigt. War die teure Aktion mit dem Bahngleis umlegen. Auch das war fertig. Friedrichsdorf ist nichts. Friedrichsdorf machen wir gleich noch die Bahngleise länger. Gütersloh hat nichts. Bayreuth hat nichts. Bad Zwischenahn hat nix, Neubrandenburg hat nix, Achim hat nix, Zweibrücken hat nix, Jena auch nicht, Köln auch nicht, Willich hat aber noch was. Gut, das heißt, hier müssen wir wieder Straße bauen. 1, 2, da kommt sie hin. Bushaltestelle da gebaut und Linie ändern. Stadtbus Willich. Alle Stadtbusse sind teuer. Und zwar nochmal
Arthaus und dann dorthin. Christian Willebeek. Passt, haben wir auch. Der war jetzt extra. Also das Häuschen ist gerade in dieser Folge gewachsen. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut und Königsbrunn ist auch alles gut. So, dann sind die Städtchen durch. Dann sind wir noch um 5 Minuten für Friedrichsdorf. Und da müssen wir jetzt noch den Zug verlängern. Ist dann nur die Frage, wo lang, ne? Aber da ist ja der Fluss im Weg. Das heißt, wir müssen definitiv diese Richtung wählen. So, dann würde ich auch sagen, nee, das war falsch. Gleise brauchen wir. Dann würde ich sagen, wir machen den Bahnhof einfach hier hin. Und von da aus gehen wir einfach hier rüber, oder? Schöner wäre es natürlich von da hinten sozusagen. Aber hier ist... Ja, wenn wir den Bahnhof da verlängern, passt das schon. Machen wir so. Machen wir erstmal so. So, Bahnhof dahin. Haben wir. Ist erstmal alles gut. Hier kommt schon der erste Zug, den wir dann ändern, weil das die passende Linie ist. So. Neubrandenburg. Friedrichsdorf. Wo ist Friedrichsdorf? Da ist Friedrichsdorf. Ich glaube, wenn ich da das hin mache und dann einfügen mache, müsste es der richtige Weg sein, ne? Friedrichsdorf Hafen. Passt. Und dann wieder Friedrichsdorf. Hafener Straße. Okay. Gut, ich glaube, dann passt's. Erledigt. Der fährt jetzt auch da lang. Jetzt können wir noch die Kutschen umändern. Fahrplan. Ist alles? Nee. Okay, Friedrichsdorf. Die Stadtbahn müssen wir nur so ändern, dass wir da was rausnehmen. Friedrichshafener Straße muss da weg. Löschen. Und von denen können wir auch einen löschen. So, das heißt, es ist jetzt ein reiner Stadtbus. Also, das können wir gerade namentlich auch noch ändern. Stadtbus. Friedrichsdorf. Schuss. Schließen. Fertig. So, Zug fährt auch da lang. Und ich glaube, das sollte auch kein Problem sein, dass der da rein und raus fährt. Ich glaube, das müsste klappen. Das was, na komm, wir können aber dadurch, dass wir hier ja Dingens haben, sag schon, auch Weichen haben, mache ich das mal so. Mehrere Züge drauf haben, nicht Weichen. Machen wir das mal gerade so, dass wir hier Signale noch stellen mit einer Ausweiche. Weil ich glaube, das könnte ganz gut klappen, dass das so ist. Gut, lassen wir gerade einmal schneller laufen. Wie bleiben wir denn hier? 643.000, 18. April. Lass mal gerade schneller laufen. Ja, der fährt jetzt nicht da rein. Fährt schon Zug da rein. Ist jetzt noch keiner. Doch, der fährt jetzt rein. Das ist der erste. Aber eben haben wir schon gesehen, dass das sein hätte können, dass da, ne? Welche passend da reinfahren. So, wir haben den 21. April. Wir haben 500.000, wie ich schon mal erwähnt hatte. Wieso ist denn der da jetzt nicht reingefahren? Aachen, Bad Mergentheim, Bad Zwischenahn. Hat der wirklich ein Friedrichsdorf hier drin jetzt oder wie? Habe ich jetzt was verpasst? Hier steht kein Friedrichsdorf drin. Der ist doch aber gerade nach Friedrichsdorf gefahren, oder? Hier steht doch Friedrichsdorf drin, oder? Ach, das sind die Fahrgäste, ich hält. Ich muss mal hier rumschalten, dann sehe ich das auch. Ja, der ist da noch nicht reingefahren. Der kennt die Strecke wohl noch nicht. Naja, dann ist das so. Lass mal nochmal laufen. Wir haben den 23. April und sind jetzt gerade sogar unter einer halben Million. Da kommt ein Zug.
Der fährt nach Friedrichsdorf und fährt auch zum Hafen. Da kommt der zweite Zug. Ah, okay, da ist jetzt. Ah, doch, der wartet da. Guck. Hat sich das mit der Ausweiche hier gelohnt. 25. April, 438.000. Wir kommen auch unter 400.000, denke ich. Ja, 396.000. 28. April. 29. April. Und der 30. April läuft. Und jetzt halte ich mal an. Wir haben 333.000, ist eine schöne Schnapszahl. Naja, nicht ganz, ne, weil da hinten steht noch ein bisschen weniger. Aber das läuft, wir kommen mit dem Geld hin. Das ist rapide runtergegangen. Wir haben noch ein paar schöne Stellen gemacht. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge dann so, dass ich wieder ein Stück weiter vorlaufen lasse. Ich bin jetzt am Überlegen, entweder ich mache hier, bis hier schwarze Zahlen stehen, oder aber wir haben irgendwie drei Häuser wieder irgendwo, dass wir Bushaltestellen bauen. Eins von den beiden, dann schalte ich wieder dazu. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.